Moin zusammen, weiter geht's mit Manor Lords und einer neuen Folge von Ein Blick für die Details. Ich hatte ja Folge 3 auch schon mal so ein Video gemacht. Damals hatten wir uns den Jäger angeschaut und so die ersten Höfe. Seitdem ist ja echt viel passiert jetzt. Und ich glaube, die ganzen Holzfäller hatten wir soweit mit Sägegrube, Brennholzgrube, Förster. Ich würde sagen, wir starten mit den Kohlemeilern. Das haben wir in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen gemacht. So, also, die transportieren vom Lagerhaus das Brennholz so, zum Köhler, schmeißen sie hier rein, warten bis fertig ist und dann transportieren sie den Kram wieder zurück zum Lagerhaus. So, warte mal. Na, viel mehr passiert jetzt hier im Prinzip gar nicht. Warte natürlich trotzdem, bis der andere Kollege da ankommt. Ist das nicht, der transportiert? Transportiert Holzkohle. Ach so, ist schon fertig produziert dann hier. Allgemein dreimal Holzkohle tatsächlich. Okay. Ja, hebt einfach nur den Sack auf und dann ist gut, ne? Hat er gedacht, dass die jetzt hier irgendwie mit einer Schaufel noch die Kohle rausholen oder so. So, da hinten kommt Magdalena, glaube ich. Ist ja auch geil, ne? Bartholms produziert. Er sitzt eigentlich nur da und kokelt, ne? Und wartet, dass er, bis der Kram dann fertig ist. Okay, Kohle fertig. Okay, da fehlen noch so ein bisschen die Details, dass der Sack dann hier sichtbar gemacht wird. Okay, und sie rennen einfach durch den Haufen. Jetzt geht's halt zurück ins Lagerhaus. So, vom Dinge könnten wir eigentlich auch von der Brennholzhütte direkt abholen. So, und er holt Brennholz und sie liefert zurück, ne? So viel dazu. Dann, ich glaube, wir hatten auch den Handelsposten noch gar nicht, ne? Nein, Quatsch, wir schauen uns erst nochmal den Förster an. Person sucht Orte zum Pflanzen. Noch ein Bartholms. Okay, geht also in den Wald. Summer's coming soon. And soon the beaten sun. Sucht einen Ort zum Pflanzen. Oh, wer ist er hier? Ein Holzfäller, fällt ein Baum. Okay, sucht einen Ort zum Pflanzen. Sind doch überall so kleine freie Wiesenstücke. Okay, sonst gucken wir mal Gretheim an. Achso, schaufel dann einfach nur kurz ein bisschen und dann ist schon fertig. Und das war's schon. Okay, ich hatte bei dem detailverliebten Spiel eher erwartet, dass er da noch so einen kleinen Setzling da reinsetzt. Okay, Handelsposten. Da kommt direkt ein Karren. Person. Achso, das ist ein fahrender Händler wahrscheinlich. Nickel transportiert. Okay, ich sehe Nickel nirgendwo. Dann vermute ich, ist der außerhalb der Karte bei diesem Handelspunkt oder diesem Handelspunkt, vermute ich mal. Bereitet Verkaufswaren vor und Hans handelt. Guck mal, Stiefel und Leder, ne?
So, und sie bereitet Verkaufswaren vor. Da schauen wir uns auch mal an, was sie da macht. Okay. Geht rein ins Lager. Okay, cool. Nickel transportiert. Ja, tatsächlich. Aber die brauchen dann dauerhafte Viehzuweisen. Die brauchen Pferde. Das hatte ich schon gesehen bzw. gelesen. Das heißt, wir bauen hier hinten gleich noch einen Stall. So wie hier. Und da kommen dann zwei Pferde rein. Können wir parallel schon mal machen. Industrie, Handel. Nein, Quatsch. Logistik. Anbindebalken. Ja. Oder? Guck mal, hier kriegen wir das auch rein, ne? Stall für Pferde. Direkt an die Taverne. So, warum nicht? Gut, Margaret transportiert. Dachziegel, Fleisch, Lehm. Bereitet Verkaufswaren vor, okay. Hans ist auf dem Marktplatz. Margaret fährt mit dem Karren von Lager zu Lager. Also sie holt natürlich Sachen, die verkauft werden sollen und bringt sie dann hier unten wahrscheinlich runter in den Handelsposten, wo die fahrenden Händler dann ankommen und die Waren dann kaufen. Okay, cool. Wen haben wir als nächstes? Bogenwerkstatt. Nein, Quatsch. Wir gucken uns erstmal. Wurde nichts eingelagert, ne? Schade. Melzer haben wir gerade nicht. Wurde nichts eingelagert. Person, handelt. Wartet, wartet. Da, wir haben... Oh, Mist, wir haben auch kein Mehl mehr. Okay, das heißt, die Saisondinger müssen wir später machen. Ja, das müssen wir uns tatsächlich später anschauen, wenn geerntet werden kann. Okay, cool. Dann gucken wir uns stattdessen mal den Hof an. Guck mal, hier kommt ein Händler. Okay, warte mal, dann schauen wir uns doch nochmal den Händler an. Da, Handelsposten. Person, ja, das ist keiner von meinen. Nickel wird aber gleich überholt von dem hier. So, mal gucken. Zweimal Lehm, achtmal Fleisch, 10 Dachziegel. Oder ist der nur auf der Durchreise? Ne, tatsächlich, der kommt rein zum Händler. 2, 8, 10. Mal gucken, was er kauft. Da kommt er wieder raus. 2, 8, 20. Wieso 20? Export, Dachziegel. Das sah gerade eher aus wie Import. Oder der hat nichts gekauft, das könnte natürlich auch sein. Okay, großes Lagerhaus. Transportiert. Na, die fahren halt überall hin. In die kleinen Produktionsbetriebe. Holen da den Kram ab. Na, der hat gerade Lehm aufgeladen. Und dann wird alles zum Lagerhaus gebracht und vom Lagerhaus wiederum in die Marktstände. Ja, transportiert Brennholz, das heißt hier Brennholzhütte dreimal. So, und dann wird der Karren vollgeladen. Und dann geht's wieder weiter. Sehr cool. Gut, Sägewerk hatten wir, kleinen Stall hatten wir. Beim großen Speicher müsste ja im Prinzip dasselbe sein. Kann's. Ja.
Kunrad, der fährt jetzt zur Jägerhütte. Vermute ich, ja. So, dann lädt er hier genauso auf. Dreimal. Ja, dreimal Fleisch eingeladen. Und bringt das jetzt zurück zum Lager, beziehungsweise zum Markt. Wo wir hier auf der Ecke sind, können wir auch direkt die Abbaugrube anschauen. Ich glaube, so sah es auch in der Eisenerzmine aus. Kloppen da einfach nur rum. Da kommen schon die nächsten Karren. Zwei direkt. Okay, hat einmal Leder eingepackt. Zweimal Leder. Okay, die Animation ging über dreimal. Oder sie hat auch noch Fleisch parallel mitgenommen. Auf jeden Fall ist die Jagdhütte wieder alle. Bestand haben wir bei 18. Sehr cool. So, hier kommt schon der nächste Karren. Holt erst den Lehm ab. Sehr cool. So. Da ist die kleine Straße hier ganz schön belebt. Brennofen. Den hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch noch nicht. Transportiert. So, der holt jetzt Lehm aus dem Lager. Ist er wieder. Gebäude ist fertig. Anbindebalken. Okay, cool. Dann werden wir den auch direkt ausbauen. So, auf Lager zwei Ziegel. Zip, da kommt er. Wie sieht's denn aus? Eisenerz habe ich nichts mehr, ne? Brennofen ist alle, dann können wir den erstmal rausnehmen. Ich glaube, Industrie, Metallverarbeitung, das muss ich mir später dann nochmal anschauen. Weil der bollert hier eigentlich irgendwie auf dem Metall dann irgendwie rum. Brennstoffreserven. Mach mal auch auf 5. Hier auch. Person, aber allgemeines Lager ist voll. Sägegrube, ja. Schreiner. Besorgt Brennstoff, produziert. Thoman. Sieht man das? Da sieht man. Okay, die Animation ist, als würde er mit dem Messer am aufgehängten Reh irgendwie rumschnibbeln. So, dann sind Ziegel fertig. Hofstätte Stufe 1. Ich glaube, da war noch keine Familie drin. Nee. Gerber hatten wir, glaube ich, letztes Mal noch nicht. Der kam dann erst in Folge 4. Transportiert. Ja, guck mal da. Der holt gerade Leder. Thoman auch. Ach, witzig, ne? Puncht er da das Leder durch die Brühe. Wartet, produziert. Ich habe auch gerade nicht so viele heute, glaube ich.
7 noch, 16 mal Leder. Da kommt der nächste Händler. Ja, wartet, produziert. Okay, das Leder ist fertig. Hängt das auf zum Trocknen oder? Ne, schmeißt einfach nur hin. Okay, cool. Dann kommt später wahrscheinlich der, der Marktkarren wieder. Okay, Hofstätte. Allgemein Personen da. Transportiert. Was transportiert ihr? Achso, das sind Gerber. Alles klar. Stimmt. Von dem Hof aus hatte ich ja zugewiesen, dass die in der Gerberei beide arbeiten sollen. Weidefläche 2,0. Oh, ich muss kurz mal pausieren. Das Lebensmittellager ist voll. Da muss ich das gleich nochmal ausbauen. Ich habe jetzt hier noch eine Weide hintergebaut, in der Hoffnung, dass sie mit den Ziegen auf diese Weide auch noch mit übergehen. Ist leider nicht der Fall. Oder es kommt später irgendwie. Ich glaube, das ist erstmal nur für Schafe und Lämmer. Gut, dann werden wir hier einmal... Dorfschmiede, okay. Kleiner Stall. Pferd ordern. Solange ihr eine Order platziert habt, besucht ein Vierhänder die Stadt, um das Tier zu liefern. Ihr könnt einmal pro Monat eine Order ausgeben. Dann holen wir jetzt ein Pferd. So, erweitert. Dauerhafte Viehhüter zuweisen. Ja, ist noch nicht, ne? Aber sobald einer kommt, wird das Pferd dann auch dem Handelsposten zugewiesen. So, dann müssen wir einmal in die andere Stadt schwenken. Lebensmittellager. Großes Lagerhaus, was nicht. Wo ist denn mein Lebensmittellager? Da, Speicher. Okay. Lebensmittellager ist so. Ach, hier. 37. Ja, ist ja eigentlich kein Thema, ne? Da muss ja eigentlich nur vom großen Lagerhaus dann, beziehungsweise vom Speicher, die Nahrung abgeholt werden. Ich dachte, der Speicher wäre voll. Okay, so ist dann in Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Familien. Ich kann auch kein Zusatzhaus mehr anschmeißen hier. Wir können aber noch ein Haus bauen, mal eben. Hofstätte. Eins, zwei, drei... Hier. 5. Dann wären es nur 3 Häuser. Vier Häuser ohne Zusatz. 2 Häuser mit Zusatz. Dann könnten wir hier nochmal Hühner ranschmeißen. Und da vielleicht auch. Holzfäller lagern, ne? Zack. So. So bauen wir das. Dann haben wir hier noch Platz für Häuser. Da, nur einen. Drehen, 2 kleine Häuser. Nee. Nur 2 Häuschen. Drehen. 1, 2, 3. Ja. Nee. Nur 2 Häuschen ohne Hof. Auch irgendwie doof. So, hätten wir noch einen Zusatz und eine Werkstatt mit bei, ne? Drei. Oder ich mach so noch 2 Wohnhäuser ohne eine Werkstatt. Ja. Okay, cool.
Dann geht's jetzt weiter in einer anderen Stadt. Ach, guck mal, hier ist Regen. Achso, okay, da auch. Ich wollte gerade sagen, in der anderen Region ist kein Regen. So, dann haben wir die großen Speicher. Da müssen wir uns eigentlich nochmal... Die Ernte hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeschaut. Hühnerstall vielleicht. Da. Person. Ah, steht leer. Okay. Hier hätte ich aber auch einen Hühnerstall. Müller. Wartet. Brennholzhauer. Okay, dann laufen die Hühner nur so nebenbei. Wir hatten allerdings den Bogner, glaube ich, wieder weiterarbeiten lassen. Wartet. Zwei Bretter. Gebäude ist fertig. Gerberei. Okay, sehr schön. Gebäude pausieren. Jetzt müssten die eigentlich wieder arbeiten. Produziert. Bogner. Ich glaube, wie sie zum Lager laufen und da die Ressourcen holen, das ist jetzt ja nicht so spektakulär. Kann man da reinglitschen ins Haus? Ja, tatsächlich. Na. Nee, ist nicht so. Na, so ein bisschen sieht man's. Ja. Ist ein bisschen durchgeglitscht. Okay, ist auf jeden Fall am Bögen produzieren. Tischler nebenan. Person. Produziert. Barthorns. Im Prinzip. Okay, er ist am Rumballern unten. Da bauen wir Holzteile draus. Schilde. Ich mache noch mal mehr kleinere Schilde, dass ich da auf 72 komme. Okay. So, die Schmiede ist leider alle. Der Rennofen. Ja, wir haben kein Eisenerz mehr. Dorfschmiede habe ich nicht, weil ich das Eisen, was ich habe, das bisschen will ich erstmal in Waffen umsetzen. Hier ist noch ein leerer Hof. Gemeinschaftsofen. Hat gerade auch nichts auf Lager, ne? Nee, müssen wir uns auch später anschauen. Die Steinkirche. Hofstätte 1. Person. Geht nach Hause, nicht zugewiesen. Guck mal. Erfolgreich zugewiesen. Familie Pastor. Neue Söldnerkompanien verfügbar. Geht nach Hause. Geht nach Hause. Ach hier, guck. Schade, ich dachte irgendwie bereitet Gottesdienst vor oder so. Dann haben wir natürlich noch die Schusterwerkstatt. Produziert. Ja, sind sie auch hier in der Werkstatt und fummeln da dann irgendwie rum. Ah, ich muss mal ein Stück rauszoomen, sorry. Das Lager ist ganz schön voll hier, ne? Guck mal, hier Endriss, der Schuster. Der holt auch gerade Leder. Bringt's rein. Handelt. Ja, dann haben wir hier Bekleidungsstand, Schuhgeschäft sozusagen. Auf jeden Fall richtig Leben schon auf dem Marktplatz. Finde ich total toll. Also die Siedlung, die wird immer hübscher. So, Kriegsbögen haben wir 20 Grad fertiggestellt. Ja, dann machen wir auch bis 36. Kann ich hier nicht irgendwie auch eine Grenze einstellen? Sagen hier Arbeitsplatz anzeigen, ja. Kriegsbögen, allgemeines Lager. Okay, wir haben wieder ein paar Münzen an
Steuern bekommen. Dann passen wir mal das Gefolge an. Wir könnten noch 6 einstellen. Machen wir erstmal ein. Plus Rüstung. Und sonst hatten wir, glaube ich, alle. Yes. Okay, sehr cool. So, was fehlt uns denn noch? Die Taverne. Ja, ohne Bier gibt es da nichts zu zeigen. Dasselbe mit der Brauerei und dem Melzer hier. Dazu müssen wir auf Gerste warten. So, ich muss mal kurz schauen. Wie sieht's hier aus? Steht auch leer, der Hof. Steht auch leer, der Hof. Stehen alle 4 Höfe noch leer. Dann haben wir hier hinten halt die Landwirtschaft. Flachs wächst. Ertrag 36. Ertrag 31. Ertrag 55. Und die Windmühle, ja. Na, da müssen wir drauf warten, dass das alles fertig wird. Also Landwirtschaft und Industrie kommt auch nochmal, wenn es nicht so im Stocken ist, mit einem Blick für die Details. So, Holzfällerlager 5, ne? Könnten wir eigentlich nochmal die Familie reinschmeißen. Dauerhafte Viehzuweisung. Okay, das ist cool. Linhardt wartet. Viehbestand. Nix. Linhardt, okay. Oh, hier gab es gerade ein Plus. So, und für den nächsten Entwicklungspunkt brauchen wir noch 7 Häuser. Holzteile. Und ich habe immer noch nicht raus, wofür wir Holzteile brauchen. Bretter, 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 Bretter. Ein Rüstungsschmied vielleicht. Ich weiß es nicht. Ermöglicht die Produktion von Holzteilen und Schilden. Wandelt alle Bewohner und Handwerker um und verhindert, dass die anderen Berufen zugewiesen werden können. Ja, dann haben wir ja hier die Tischlerei. 58 kleine Schilde. Bögen 21. Die bringen wir noch auf 36, die Bögen, und die kleinen Schilder auf 72. Dann hätten wir da 2 Trupps Bogenschützen und 2 Trupps später noch von den kleinen Milizeinheiten. Irgendeine Familie muss halt langsam mal in die Schmiede einziehen, damit wir da noch Stangenwaffen und Schwerter und sowas produzieren können. Und ich würde fast sagen, dann war es das auch schon wieder mit einem Blick für die Details. Genau, den Kohlemeiler haben wir, den Förster haben wir. Das hatten wir in Folge 3 hier mit der Holzproduktion. Wie die Ochsen geführt werden, haben wir uns angeschaut. Den Händler haben wir uns angeschaut. Bäckerei, ja, momentan leider nicht. Müssen wir die Ernte abwarten. Metall ist auch alle. Kein Eisenvorkommen mehr. Aber mit dem üppigen Wildvorkommen habe ich mir auf jeden Fall einen guten Gefallen getan hier. 345 mal Brennholz. Alter, Leute. Können wir hier langsam mal auf die Bremse treten und aus Brennholz Kohle machen. Das ist dann ja effizienter, ne? Machen wir das doch mal. So, 6 heute, 4 Leder, 93 Eisenbahn, 55 mal Lehm. Mäntel, 217 Schuhe. Alter. Wir könnten hier noch einen Händler reinschmeißen. Schuhe verkaufe ich doch eigentlich, ne? Verbrauchsgüter, Schuhe bis auf 80 runter. Da war der Preis mal bei 8. Passt sich dynamisch ein bisschen an. Wurde kritisiert, finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Macht das Ganze ein bisschen herausfordernder. Erweitert. Ja, guck mal, hier tatsächlich Viehbestand. Friedlein trägt ein Reiter. Oh, warte mal, da schauen wir uns an. Kurz mal Pause. Viehbestand. Ah, wird gerade nicht angezeigt. Friedlein, also Person. Margret. Ist es nicht. Nickel, tatsächlich. Sehr cool. Der Händler hat ein Pferd bekommen. Na komm, Leute. Ihr müsst euch hier einig werden. Oh, oh. Okay, jetzt ist er vorbei.
Sehr schön. Handelt. Handelt, transportiert. Ja, ich musste tatsächlich noch mal eine Handelsfamilie zuweisen. Die dann mehr Schuhe verkaufen. Sehr schön. Ja, wie sieht's denn hier aus? Person. Wartet, geht nach Hause, wartet, wartet. Ja, ist momentan nichts zu tun auf den Feldern. Das muss jetzt erstmal alles wachsen. Wenn die so lange nichts zu tun haben, überlege ich gerade, ob ich hier sonst eine Familie abziehe. Und anders zuweise. Muss mal gucken, ob es da noch hinhaut mit der Ernte, mit dem Einholen. Ansonsten muss ich da wieder eine Familie mehr reinschmeißen. So, bauen. Ich brauche mehr Gerste, aber... Hier oben wäre noch Gerste, aber das ist dann wieder andere Karte. Da wäre noch ein bisschen Gerste, ich will aber nicht zu dicht an das Wild kommen. Lachs, Roggen, Weizen, ne, es ist einfach Lehmboden, ne? Wächst irgendwie nichts drauf. Die könnte ich natürlich pflanzen, da möchte ich allerdings lieber Häuser haben. So, Brennholzhütte. So, du bleibst schön dicht dran, nicht zu dicht an die Bärenbüsche, dass die nicht verschwinden versehentlich. So, ist dort. Holzfäller lagert, auch nur noch 4. 3-mal Bauholz, 5 Bretter, ein Werkzeug. Schmeiß mir davon noch einen rein. So, ein Holzwirt bis dort. Sehr cool. Und der Förster wiederum. Die sind ja sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen und suchen nach Bereich, wo sie Bäume pflanzen können. Dann würde ich sagen, in dem Bereich hier. Sehr gut. So, die Bärenbüsche wachsen. Das läuft alles. Dann schauen wir zum Abschied nochmal in die andere Stadt. Oh, Holzfällerlager, 19. Bauholz, 34. 53 Bretter. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Genug Brennholz, aber hier können wir keinen Kühler bauen, ne? Entwicklungszweige fehlen in dieser Region. Ja, das ist schade eigentlich. Stufe 2 oder höher. Aber ich glaube, der nächste Entwicklungspunkt hier wird Roggen. Haben wir da damals 3 Familien drin, ne? Brach, brach, brach. Okay, jetzt ziehen wir hier erstmal 2 raus. Kurze Pause. Nochmal auf die Fruchtbarkeit achten. Weizen. Hier. Das ist das beste Feld. Zweitbeste, schlechtestes. Lachs, Gerste. Boah. Ja, die werden komplett auf dem Trockenen sitzen hier. Hier wächst komplett gar keine Gerste. Nirgendwo, glaube ich. Ja doch, hier, guck mal. Hier hinten im Wald ist so ein bisschen grün. Da ist der Weg aber auch sehr, sehr weit. Und Roggen haben wir hier halt, ne? Gut, das heißt, wir würden sagen, Fruchtwechsel, nächstes Jahr Weizen, dann 2-mal Brach. Fruchtwechsel, nächstes Jahr Brach, dann Weizen. Und hier auch Fruchtwechsel und erst in 3 Jahren Weizen. Okay. Sehr schick. Cool, ja, das war dann die nächste Folge. Ein Blick für die Details. Wir können jetzt natürlich hier noch einen kleinen Tick warten.
2 von 2, 2 von 2. Yes, guck mal. Jetzt muss ich aufpassen. Rotloshausen, Hofstätte fertig. Ja, die eine ist fertig. Und dann würde ich sagen, mit dem Blick auf die Baustelle verabschieden wir uns und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.